Hallo, liebe Rohkostler, ich habe jetzt unglaubliche und gute Nachricht für euch. Viele jammern, dass sie einfach warme Sachen zum Essen brauchen. Die fühlen die Kälte, Bedürfnisse nach warmer Suppe oder Tee. Es gibt so eine Miso, das ist fermentierte Soja. In Wirklichkeit geht sie nicht kaputt, weil sie fermentiert sich weiter. Das ist so eine Masse, welche wir können für die Suppe verwenden. Wenn du beispielsweise ein halber Teelöffel oder ein Teelöffel auf so halbes Liter Wasser nimmst und im Vitamix oder im anderen Hochleistungsmixer ganz kurz mixt, hast du Bouillon. Und wenn du im Mixer das bisschen längere Zeit mixen lässt und erhitzt das ungefähr bis 38 Grad, hast du wärmere Flüssigkeit. Das hast du Effekt wirklich warme Suppe. Und dann kannst du roh dazu geben Karotten, Rübe, Kohl und vielleicht Sprösslinge. Einfach so klein fein schneiden oder reiben und da hast du perfekte Rohkostsuppe, welche wirklich gut für deinen Körper, für dein ganzes Wesen. Es ist total simpel, einfach, musst du nur im Kühlschrank aufbewahren, obwohl es fermentiert, sie geht sowieso nicht kaputt. Probier mal aus. Es ist tolle, tolle Sachen. Das ist Beispiel Miso und es gibt von dieser gleichen Firma auch Nana Tamari, Nana Bio Gersten Miso. Ah, das ist aus Gersten. Gerstenkörner, ganz Sojabohnen. Aha, das ist beides dabei. Aber es gibt rein aus, auch aus Soja. Ich liebe diese Sorte von Firma. Darf man nicht sagen, aber du siehst das schon, weil die haben auch Nana Tamari, auch die beste Qualität vom Nana Tamari, mit welchem kannst du jedes Gericht lecker machen. Die Rohköstler, welche sagen, das schmeckt mir nicht, das schmeckt mir nicht, probiert ihr mit Miso und Nana Tamari, wird alles schmecken danach. Ein paar Tricks. Ciao!